Willkommen, liebe Clasher, bei mir dem Tausender Toto beim Clan. Wo bin ich? Ich bin mit dem Donnerbengel beim Clan disabled und ich wollte diesen Angriff wenigstens noch aufgenommen haben, bevor aus der Chronik läuft. Also ein Rathaus 9 auf einen 9. Ein halber hier mit 3 X-Bögen. Schon ein recht netter Queen und komische Ringbase. Ringbases mag ich gar nicht, vor allen Dingen im Rathaus 9 Bereich sind mir die ehrlich gesagt ein Graus. Und ihr seht das hier, dass der Gegner zumindest schon 12er Defenses hat, also Bogenschützentürme sind auf 12, die Kanonen sind auf 12 und er hat auch zumindest 3 X-Bögen hier, also passt schon. Erstmal Queenwalk vorweg, eine kleine Anzahl an Hexen mit dem Dicken, also ich habe nicht wirklich was dabei gehabt, was jetzt tankt, aber ist egal. Und dann geht es jetzt hier schon mal, es geht natürlich nicht in die Mitte. Denn das sollten meine Walküren letztendlich vollstrecken. Aber ich wusste, dass der Sprungzauber mir so ein bisschen ausläuft. Eigentlich war es nicht so schlimm. Der Angriff verlief eigentlich noch ganz gut. Und ich war selber so ein bisschen überrascht. Jetzt kommt hier die Clanburg raus. Ein Päcker, das wusste ich natürlich auch nicht besser. Denn auf die Base hier war ein Stern drauf. Ich habe mir die Wiederholung gar nicht angeguckt. Ich hatte mir vorher schon die Armee hier dafür gebaut, also für diese Base hier. Und ja, geht eigentlich noch richtig gut außen rum. Und habe jetzt auch richtig lange mal die Finger stillgehalten und habe jetzt gesehen, oh, da geht die Hexe hier unten jetzt schon rein. Ja, da an der Stelle also gehen jetzt meine restlichen Truppen auch da rein. Die Walküren hier reingespammt, die gehen jetzt zwar auf die Ecke, die hätten sich ja auch die andere Ecke nehmen können. Aber nein, sie wählen die. Jetzt gehen sie doch da durch, weil das Loch endlich frei ist. Und ich habe sogar noch einen Wutzauber über für die Mitte hier. Da kommen jetzt noch so ein paar Skellies raus. Das kommt mir natürlich ein bisschen zugute. Und denn dann drehen sich meine Walküren zumindest zu den Skeletten hin. Dann sind die, waren die jetzt schon zwischen den Gebäuden. Und jetzt geht das hier außen noch ein bisschen weiter. Also ich wollte ihn nicht offen lassen, denn das gelingt mir auch nicht alle Tage. Ein 3-Sterne, also es werden 3 Sterne hier auf so eine Base hier, zumindest mit einer viel, viel stärkeren Verteidigung, als es ein Rathaus 9 eigentlich gewohnt ist gegen einen Max Rathaus 9. Und ja, macht mich schon so ein bisschen stolz. Also gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen in dem Rathaus 12 Hype, ihr habt das im Thumbnail gesehen, ich will auch gar nicht lange drauf rumreiten. Es wird ja nun kommen, das hat sich auch so ein bisschen rauskristallisiert, rausgespiegelt. Und es gibt ja schon ein paar andere Leaks, das heißt also, wir werden ja in jedem Fall noch viel, viel mehr sehen als das sich selbst verteidigende Rathaus, finde ich übrigens sehr, sehr gut. Ist nochmal eine zusätzliche Defense und ich würde sagen, wir springen nach dem schönen Angriff auf unseren Rathaus 11er. Und die Tage, wo das mir rauskam, Rathaus 12, also dass es ja kommt, waren doch sehr, sehr viel überrascht und so ein bisschen vor den Kopf getreten, so was, Rathaus 12 kommt, ja. Wer seinen Client allerdings immer noch auf Deutsch hat, den sei es mal wieder nahegelegt, stellt ihn auf Englisch, denn ihr seht das hier in den News, dort wurde es nämlich richtig schön angekündigt und einige Sachen könnt ihr euch auch hier nochmal im Nachgang angucken, denn es gibt einiges, was nur im englischen Client auftaucht, also in den englischen News, we are updating our privacy policy, ja, das ist das GDPR, so wird es auch genannt, also General Data Protection Regulation und also die neuen Datenschutzgesetze, die europäischen Datenschutzgesetze, kann ich euch, ja, ich möchte es euch nicht näherlegen, ich musste eine Prüfung darüber ablegen, also meine Firma hat verlangt, dass wir alle eine Prüfung machen, um auch diese neuen Datenschutzgesetze zu verstehen, da wir natürlich auch Tonnen von Benutzerdaten verarbeiten. Mit der Supercell-ID brauche ich euch, glaube ich, nicht mehr zu erklären. Ja, und dann Get Ready Town Hall 12 ist sicherlich sehr, sehr nett. Das, was ich bisher gesehen habe, es wirkt sehr, sehr klein gegenüber den jetzigen Town Halls. Also es sieht mir eher aus wie eine Townhütte. Und aber was ich wirklich gut finde, dieser Gigatesla, der nochmal 5-mal updatebar ist, finde ich richtig krass, dass das jetzt auch eine Verteidigung ist und auch mit der Giga-Explosion am Ende. Das heißt, wenn man das Rathaus dann gepackt hat, sollte man noch eine Truppe über haben, denn die ist dann leider hin. Denn gerade das Ding auf 5 habe ich mir angeguckt, ist richtig, richtig krass. Also geht nochmal richtig hoch und
auf diese Kurzevents hier will ich natürlich auch gerne zu sprechen kommen. Ihr seht das hier, wir sind ganz aktuell im Walküren-Event. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber dreimal diese Truppe bauen ist ja schon recht easy, muss ich sagen. 7 Walküren, ich habe sie noch nicht auf Maxed. Und von daher versuche ich da mein Bestes einfach nur zu geben. Es muss ja nur ein Stern rauskommen, du musst nur gewinnen, mehr nicht. Ich habe das vorherige Event übrigens gespielt. Das seht ihr anhand nicht meiner Treasury, die gerade leer ist, sondern anhand der Items hier. Ich habe mir einmal die Bilder-Potion geholt. Ja, ich muss sagen, entgegen eurer Aussagen, mach erst die Minenwerfer und die größeren Sachen. Nein, ich mache erstmal die kleineren Sachen. Ihr seht das hier, meine Bomben laufen im Moment noch so ein bisschen. Und ich habe jetzt auch hier hinten schon die erste Luftmine angestoßen. Also ich mache erstmal den kleinen Scheiß. Ich glaube, ich schaffe den Großscheiß auch noch. Muss ich mal gucken, wie das mit dem Farm abläuft. Apropos Farm, ja, machen wir mal eben so ein nettes Kämpfchen hier mit unserer Walkürentruppe. Was liegt da nah? Und ihr seht, je näher ich an Titan komme, desto stärker habe ich hier die Lupe. Ja, habe ich hier die Lupe schon fast legendenmäßig. Stört mich natürlich so ein bisschen, denn ich wollte mal wieder mit euch ein bisschen livestreamen. Und da ist natürlich doof, wenn wir das oder wenn wir sehr, sehr lange da in der Lupe hängen. Das macht euch keinen Spaß und mir auch keinen Spaß. Aber meine Bio-Limo hier, die wird schon so ein bisschen fahl. Und also seid gespannt, wann ich mich mal wieder bei euch blicken lassen. Was ich übrigens besonders gut finde, muss ich mal so sagen, ist, dass es endlich regnet. Ich weiß nicht, wie es euch in den letzten Tagen ergangen ist, aber es war sicherlich in ganz Deutschland sehr, sehr heiß und es hat auch sehr, sehr viel teilweise geregnet. Leider nur hier nicht. Also bei uns war es leider so, dass ich wohne zwischen dem Teutoburger Wald und dem Wiehengebirge und da bleiben die Gewitter gerne hängen und gerne aus dieser kleinen Senke hier so ein bisschen fern, was sicherlich nicht schlecht ist, aber oh, jetzt muss ich mal eben ein bisschen meine Queen schon mal in Wallung bringen. So, ich schicke meinen King hier auch mal mit rein und ich hab keinen Sprungzauber dabei, das ist natürlich dusselig. Das ist natürlich ziemlich dusselig. Und mal sehen, wo... Oh, meine Valkyries, ja, okay. Meine Valkyren clearen den äußeren Bereich. Wir müssen ja nur gewinnen. Wir müssen nur einen Stern holen. Und ich muss jetzt schon mal meinen Warden zünden, um meine Queen so ein bisschen zu retten. Was habe ich hier noch? Oh, ich habe noch 10 Mauerbrecher hier. Dann lasse ich die mal hier reingehen. Mal sehen, ob meine Valkyren da hinten nicht noch reingehen können. Ja, die laufen da hinten rein. Wunderbar. Das sieht noch ganz gut aus. Wo ist denn eigentlich mein Rest hier? Den kann ich hier sicherlich noch durchheilen. Ja, die Walküren schaffen es da hinten nicht mehr ganz. Ja, ist nicht so schlimm, aber glaube ich trotzdem ganz gut gemacht. Ich gehe im Moment hart aufs Dunkle, denn ich möchte unbedingt noch meinen Golem angestoßen haben. Ich schaffe die Truppen nicht mehr ganz, muss ich dazu sagen. Ich schaffe die Truppen nicht mehr ganz. Hier hinten ist noch was. Wen kann ich denn hier eigentlich nochmal in Wut bringen? Ich glaube, hier der Wut ist ganz gut. Wir müssen eigentlich gleich nochmal die Miner durchgehen. Und ja, ich schaffe meine Truppen nicht ganz bis zum Update von Rathaus 12. Also mir bleibt so ein bisschen, glaube ich, ein Zauber bleibt noch über. Und es bleibt auch noch die eine oder andere Truppe auf der Strecke. Ist aber nicht so schlimm. Ich werde in jedem Fall mit dem Rathaus hochgehen. Also ich gehe auch auf Rathaus 12, wenn es denn soweit ist. Und verzichte auch auf die Mauern. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich werde jetzt erst ein Max 11er. Ich mache auch die Mauern. Also so einer bin ich jetzt. So einer bin ich denn auch nicht mehr. Die Mauern können von mir aus Mauern bleiben, auch wenn es dann neue Mauern gibt. Soll ja neue Mauern geben, also Elektromauern. Und auch die Helden sollen nochmal ein Level hochgehen. Und schaffen meine Miner das noch, den Inferno-Turm. Sie packen ihn noch. Jawohl, super Sache. Also immerhin gewonnen, 3 Sterne hier gemacht. Und auch zum Bonus, der allerdings erst in einer Stunde 20 läuft. Ich glaube, die Truppe können wir nochmal nachbauen. Da kriegen wir in jedem Fall einen Stern für. Und wo mir das Ganze übrigens richtig zugute kam, ist hier im Nachtdorf, also diese halbe Bauzeit, denn ich bin durch. Ich bin durch im Nachtdorf. Ich habe, ihr seht das hier, alle Truppen auf 14. Ich habe die Kampfmaschine auf 20. Mir fehlt jetzt noch so ein bisschen Gold, dass ich auch meine Meisterhütte hier anstoßen kann. Und ich würde sagen, wir gehen hier ruhig in diese Base hier rein. Ich muss mal eben schauen. Oh, da haben wir schon mal was ausgelöst. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Also mit der 20er Kampfmaschine hier habe ich noch keinen Angriff gemacht. Die ist heute Morgen erst ausgelaufen. Bin wirklich gespannt. Auch auf BH8, keine Frage. Ich meine, ihr seht das, ich schlage mich schon seit Wochen und Monaten gegen BH8 rum und werde jetzt selber ein BH8
finde ich auch wirklich gut, dass ich die Meisterhütte jetzt auch auf 8 bringe, denn dann sind meine Gegner zumindest vom Level her schon mal gleich. Ich glaube, als allererstes macht man wohl das Armeelager, damit man die mehr Truppen hat. Und ich habe noch die eine oder andere Rune. Mal sehen, was man sich noch in der Zeit reinspielen kann. Oh, ich schwitze, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist immer noch ziemlich drückend warm, obwohl es hier im Moment regnet, donnert. Und so ein bisschen geht hier zumindest. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo meine Kampfmaschine denn hingeht, wenn ich sie da setze oder wenn ich sie hier setze. Ah, die geht trotzdem da hinten außen rum. Naja, vielleicht hätte ich sie hinten am Uhrenturm setzen sollen, dass sie da reingeht. Aber da habe ich noch die dicke Kanone vor mir. Was natürlich auch doof ist. Und jetzt geht sie ganz behende schön außen rum. Kriegt gleich Beschuss von der echt starken Kanone. Ich denke mal so ein Schuss. Ah doch, oh, sie geht noch dahin. Okay, aber wenn die jetzt einmal ballert, dann ist das sowieso mit meiner Kampfmaschine gewesen. Okay, 61%. Da habe ich hier weitaus mehr schon geholt mit meinen Lufttruppen ohne meinen Helden. Also ich habe mich so ein bisschen über Wasser gehalten. Uhr kann jetzt ruhig mal auf 0 gehen. Ja, da ist sie weg. Okay, also ein bisschen Nachtdorf kann ich euch nicht ersparen. Und wir haben auch schön verloren. Okay, mal sehen, wie weit jemand anders vom Rathaus 12 entfernt ist. Ich nehme immer mal wieder einen mit rein hier. Es ist der Mini Slenderman. Er hat mir geschrieben, er ist gerade so ein Rathaus 9er. Und was hat er mir denn eigentlich geschrieben? Wo ist er? Hallo Toto, schönes Video vor 2 Wochen. Würde mich freuen, wenn du mich besuchst. Ja, das mache ich, keine Frage. Ich gucke mal kurz rein und sehe eigentlich ein sehr, sehr starkes, also vielleicht schon ein etwas zu starkes Rathaus 9, was vor allen Dingen die X-Bögen angeht und die Helden angeht. Also die Helden so klein und die X-Bögen schon so hoch, die sind sehr hoch nach wie vor in der Kriegsgewichtung. Das heißt also, deine Gegner werden schon etwas stärker womöglich sein als du. Du spielst zumindest ein lupenrein RH9, finde ich auch gut. Macht das ruhig. Ihr werdet es nicht bereuen und ich glaube, die Base hier, tatsächlich ist sie noch nicht so lange auf dem Rathaus 9 Niveau, hat sich aber schon mal alle Truppen, glaube ich, freigespielt. Ja, er hat den Lavahund, er hat die Hexe, er hat noch nicht den Babydrachen, okay. Und die anderen Sachen gehen sicherlich auch hoch, also Drache, Päcker, kann alles noch ein Level vertragen, Zauber hat er nicht gemacht. Aber ich denke mal, trotzdem ein recht cooler Account, hat zumindest, ist er hart am Farmen, 47 Mal gewonnen, die Saison ist ja noch nicht alt. Und es gibt hier auch reichlich zu tun. Verteidigen tut er hier ja erst einmal. Ist auch noch, ja doch, ich finde es relativ hoch. Ich werde wahrscheinlich wieder runtergehen, vor allen Dingen für einen Livestream. Und wir machen in jedem Fall noch mit unserer Valky-Armee, glaube ich, einen Angriff hier. Ich fordere nochmal ein bisschen Bodenwut. Und dann switchen wir nochmal auf ein Angriffsdorf. Gott, ist das blöde mit dieser Lupe. Also ich suche hier viel zu lange nach dem Gegner. Aber ich will das Event ja spielen und deswegen nehmen wir den 10er hier mal mit. Wir nehmen den 10er mal mit. Ich verliere jetzt schon fast meine Queen. Das ist natürlich ein bisschen dusselig, dass ich die jetzt schon habe zünden müssen. Und muss jetzt womöglich gleich schon mal meinen ersten Hut hier werfen. Aber meine Bogenschützinnen haben immerhin mal überlebt, also mal nicht in einer Riesenbombe gestorben. Was habe ich denn eigentlich in der Clanburg? Oh, ich habe noch mehr in der Clanburg. Wir nehmen hier jetzt trotzdem schon mal einen Wut rein. Wir nehmen hier mal unseren Dicken und können hier, glaube ich, einen Babydrachen nehmen. Dann sehen wir mal zu, dass wir unsere Mauerbrecher hier reinkriegen. Der Sprungzauber hier gesetzt und es müssten eigentlich so ein paar Valküren, ein paar gehen natürlich erst wieder nach da. Okay, Clanburg gesetzt und jetzt meine Buddler, die machen wenigstens das Richtige. Meine Buddler machen wenigstens das Richtige, aber ich habe hier ein kleines Problem. Ich habe hier nämlich einen Drachen. Das ist ein kleines Problem. Mal sehen, ob wir... Ah, okay, da ist jetzt gerade mein kleiner Babydrache drauf. Okay, der hat den auch gepackt schon mal. Jetzt noch den anderen Babydrachen, jawohl. Das sieht ganz gut aus. Ja, das ist ein 10er, der jetzt auch nicht ganz so stark ist, aber ist egal, ich will das Event ja spielen. Und wenn meine Helden hier immer überleben, dann kann ich natürlich etwas öfter angreifen und muss nicht auch noch die Helden-Reckzeit hier abwarten. Es wäre schön, ach, mein König ist da hinten, schade. Mein King ist leider hier unten. Die Heiler vielleicht nochmal dahin schwenken, habe ich immer so ein bisschen die Hoffnung.
Aber den Rest hier, den machen wir in jedem Fall, ja. Cooles Ding hier. Also ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von diesem Kurzevent haltet, ob ihr die sinnvoll haltet, ob die Bock machen. Ich meine, es gibt super Rewards. Vor allen Dingen jetzt hier mit den Valkyren gibt es 5 Trainingspotions und die stacken. Das heißt also, alles, dass ich habe die Trainingspotions im Moment voll. Ich habe also 5 von 5 und werde dann hoffentlich 10 von 5 haben. Ich habe gerade eben eine genommen, eine nachgekauft. Auch das mache ich, dass ich hier immer wieder eigentlich fröhlich boosten kann. Und mit dem Lager hier ist das dann auch Geschichte. Ich mache noch ein bisschen Werbung in eigener Sache nach dem Angriff, denn uns fehlen hier so ein paar Spieler. Uns fehlen hier ein paar Spieler beim Clan Spätzle mit Soße. Ich blende euch die Tech mal ein. Wir sind im Moment nur 37 von 50, haben also ein bisschen hier rausgelassen, so muss man sagen, möchten aber ganz gerne wieder ein 40er oder wenn nicht sogar ein 50er Clankrieg spielen. Also, wenn ihr nichts zu tun habt, wenn ihr Lust auf Clankrieg habt, schaut hier ruhig vorbei. Vielleicht für ein, zwei Kriege. Vielleicht hält es den einen oder anderen ja auch hier bei uns. Es würde mich in jedem Fall freuen und ich denke mal auch, die anderen wird das freuen. Gerne ein bisschen älter, denn der Club hier ist schon leider ein bisschen älter. Also viele zwischen 30 und 40 tummeln sich hier rum und einer ist auch ein bisschen älter, nämlich meine Wenigkeit. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir werden uns in jedem Fall am Wochenende sehen. Bis dahin, euer Toto. Bestimmt.